Hallo zusammen und willkommen zum Krieg gegen Aggressive 3. Und SG, ich habe eine kleine Frage. Ich meine, Aggressive 3 ist eine starke Allianz, aber die haben 143.900 Kriegspunkte und wir haben 145.300. Wie zum Teufel können wir zusammen gematcht werden? Das wäre mal, wär mal eine schöne, also ich bräuchte eine schöne Antwort. Oh, und jetzt gar keine Zeit verschwenden. Wir haben Ausgleichskrieg. Und im Ausgleichskrieg gibt es bei den Tanks minimale Veränderungen. Freya ist ein Stück schwächer als normal. Clarissa ist eine Nudel. Ja, Clarissa ist wirklich einfach eine Nudel. Die kann in der Theorie gleich gar nichts. Und das werden wir jetzt direkt mal ausnutzen. Du warst Mittel, du brauchst die 29, du kriegst die 5. Genau. Und ja, alles was so Buffs und Debuffs ist, ist ein bisschen schlechter. Man braucht Minions und rohe Gewalt. Und ich habe einen grünen Diamanten geschenkt bekommen. So, jetzt spiele ich das noch nicht, weil jetzt kommt der Ausgleich und ich will dann mit dem grünen Diamanten natürlich auch noch ein bisschen Schaden machen. So, zack, zack. So. Kriegen wir das hier zusammen. Das spielen wir auf die. Noch heilen wir nicht. Wir holen uns noch ein bisschen Mana. Und jetzt vernichten wir gleich die rechte Seite. Zack, 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 zack. Und das ging relativ easy, relativ fix. Machen wir mal den hier. Und sie kann nicht ausweichen gegen Steine und Cassandra, das war's. So, was ist noch schlecht? Hier, sowas ist schlecht. JF hat kaum Einfluss und Orakan hat eigentlich auch kaum Einfluss. Und das sind so Sachen, da können wir unsere weniger starken Teams. Welches ist denn jetzt das am wenigsten starke Team? Eigentlich das hier, weil wir diesen blöden Kriegsmodus haben. Ich nehme dich mal so mit diesmal. Mal schauen, was haben wir noch auf der Bank. Also Mika ist komplett sinnlos in dem Modus. Oder recht sinnlos. Werden. Unatel einpacken. Dazu Malosi. Ja doch, Malosi darf hier hin. Du darfst hier hin. Und der Clown ist auch nicht so cool. Aber nehmen wir noch einen Heiler mit. Noch was Rotes. Oder noch was Gelbes. Ja, ich bräuchte noch einen Dreifach. Also wenn Elisabeth voll ist, dann wandert ihr in das Team hier. Aber aktuell nehmen wir wahrscheinlich noch was Gelbes mit. Und das wird der Schakal werden, auch wenn ich ihn nicht. Na doch, ich wechsle die Taktik. Ich lasse Onatel.
Oh, warte mal. Hier muss er nochmal aufpassen. So, 2%. Okay, der braucht eine 5er Mana-Truppe. Okay, es funktioniert. Da kann man das so machen. Du kriegst das und das. So. Und hier tauschen wir nochmal. So, zack. Jetzt sieht es gut aus. Und Obakan, der Gegenschlag, den er hat, und Jean-François. Und das ist alles Sachen, die heben sich einfach von alleine auf. Da muss man geduldig ein paar Sachen spielen. Naja, das ist weniger schön, dass ich zuerst in den Drake reinspiele. Das ist aber sehr angenehm gerade gewesen. Machen wir erstmal den. Dann machen wir den. Oh, das ist wunderschön. Ja, dort kannst du zuschlagen. Okay, wen machen wir weg? Wer stört? Ich glaube, wir machen direkt ihn weg. So, zack. Machen wir das. Vielleicht kommt der Gelb runter. Wenn nicht, drücken wir, nachdem der nächste Ausgleich da ist, jetzt auf Heilung. Und wir wollen dann den Attack-Up noch haben. So. Wie kriegen wir hier am schlausten? Ja, ich glaube, mein Schakal beißt gleich ins Gras. Oder auch nicht. Werden wir gleich wissen, wo die Auto-Attack und wo die Minion-Hits vor allen Dingen hingehen. So, das machen wir so. Dann holen wir uns Gelb wieder ran. Und jetzt wird der ganze JF-Mist aufgehoben. Gucken, wen sie jetzt umbringt. Niemanden. So. Vor JF habe ich eigentlich am wenigsten Angst. Deswegen machen wir das mal so. Hey ho, stirbst du mal? Ich will dich jetzt tot sehen. So. Der hat ganz schön was ausgehalten. Dann holen wir uns hier rot ran. Sehr gut. Das machen wir mal so. Ja, ist vollkommen okay, wenn der jetzt ausrastet. Aber ich habe alles geladen. Von daher passiert mir jetzt gar nichts mehr. Zack, zack. Ich spiele den Schakal als letztes, weil ich werde nicht die Defensive erhöhen. Brauche ich gar nicht so lange. Okay, Vesta. Vielen Dank. Dann nächste Gegner. Hier gehen wir mit dem Brutalo-Team rein. So. Vielleicht kurz schauen. Mach mal so, ja. Er, sie, es. Und, ach, das passt jetzt schon. Genau. Los geht's. Niagara. Da haben wir ein bisschen rot bekommen. Gucken, vielleicht fällt hier noch was hinterher. Wir können nochmal hinterherfallen lassen. Das zerstört auch nicht unser Lila. So, schieben wir Gelb rüber, dann können wir Lila so fallen lassen, dass es danach auslöst. Und das wird danach den Roten runterziehen. So ein perfektes Timing. Ich hoffe mal. Okay, einer stirbt jetzt, logischerweise. Proteus, überlebe bitte. Okay. Jetzt. Was war das? Immun gegen negative Sachen. Okay. Machen wir das mal an und drücken mal hier drauf. Das Gift sollte sie wegticken. So, machen wir den.
Mir ist vollkommen bewusst, dass das jetzt. Aber ich will den Schaden haben. Dass der Debuff jetzt nicht drauf ist. Ein Lebenspunkt. Sehr gut. Ja, und jetzt holen wir uns nochmal. Jetzt spielen wir einfach links runter. Hoffen hier, dass Lila vielleicht kommt. Ach, perfekt. Dann sehe ich ein rotes Match. So, zack. Ah, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Aber es ist nicht schlimm, weil es überlebt sie definitiv nicht. So. Ja, das ist halt, wer die Standard-Def aus dem Salvenkrieg, den wir vorher hatten, einfach übernimmt in den Ausgleichskrieg, macht manchmal einen Fehler. Natürlich nicht immer, aber manchmal. So, jetzt mal hier nochmal anschauen. Das ist zum Beispiel eine ziemlich gute Def für den Ausgleich, weil die beruht auf roher Gewalt. Aber was machen wir mit roher Gewalt? Wir beantworten sie mit roher Gewalt. So. Zack, zack, zack. Die vertausche ich nochmal. Einfach aus dem Grund, weil ich Ametrin lieber außen sehe, da besteht ein bisschen mehr Sicherheit. Ich weiß gar nicht, ob ein Dreifachhitter dabei war. Okay, wir brauchen mehr Lila, bevor wir hier weiterspielen. So. Hier fällt Lila in Blau. Und wir haben noch mehr Lila. Okay, wie spielen wir das jetzt am schlauesten? Dass wir uns nichts kaputt machen. So, das sind drei. So, und jetzt haben wir gleich unser Todeskombo am Start. So, zack. Und es leben noch alle. Wir machen den, den. Kühlhase ist sehr gut in dem Modus, weil ihr Death Down, den sie fürs Team macht, natürlich auch aufgehoben wird. Linke oder rechte Seite? Was ist schlimmer? Rechts sind nur Sniper. Machen wir erstmal den. Jetzt heilen wir uns. June, ich hoffe, du wiederbelebst dich nicht. Und das machen wir so. Und dann hauen wir noch mal drauf. Sehr gut. Das war Zaya. So, was haben wir noch für Teams? Wir haben noch das gelbe Team mit dem Gegenschlag und das grüne Verprügelungsteam. Wir wollen die Elfriede nehmen bei uns, glaube ich. Mit dem gelben Team in der Hoffnung, dass der Steinschaden ausreichen wird. Machen wir es so, so. 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 Genau. Los geht's. Pepsi Man. Das ist weniger schön. Das ist zu wenig Gelb, was zusammenhängt. Ah, das könnte schwierig werden. Das schieben wir uns mal zurecht. Das schieben wir uns zurecht. Was ist jetzt der Plan, wenn es so beschissen aussieht? Wir wollen Alfrike so auslösen. Wir müssen beten. Beten hilft hier aber gerade nicht. Ah. So, bitte nicht vollladen. Sehr gut. Jetzt wird der Spaß aufgehoben von Alfrike. So war der Plan. Aber jetzt verdrischen uns. Wir wurden schon verdrischen. Oh mein Gott, lasse leben. So, Alfrike muss weg.
So, du löst eh aus. Da können wir noch ein bisschen was in dich reinfeuern. Vielleicht kriegen wir dich sogar relativ low. Ja. Dich machen wir weg. Der Ausgleich kommt natürlich sehr ungünstig. Vielleicht fällt dir Gelb nach. Oh, schade. Natürlich überlebst du das. Ach, herrje. Gelb. So, na komm schon. Ist das genug? Es ist nicht genug. Okay, dann müssen wir Pepsi Man halt zweimal angreifen. Schade. Oh, okay, stopp. Ich hatte schon abgeschlossen. Wir brauchen gelbe Matches. Noch ist er nicht voll. Okay. Okay. Kann natürlich noch immer ausweichen. Sie überlebt. Ach, herrje, herrje, herrje. Aber ich krieg nicht genug. Ich weiß nicht, ob sie wegen ihrem weniger Schaden, den sie bekommt, das jetzt vielleicht überlebt. Nein, das ist ja weg. Ach, verdammt! Ach, schade. Ach, wäre sie dem ausgewichen, da hätte ich ernsthaft eine Chance gehabt. Aber so, müssen wir den Cleanup spielen. Mit dem mega starken Team hier. Ach, ist egal. Kann so bleiben. Ärgerlich. Ärgerlich. Aber wir hatten gerade einen guten Lauf. 12 One-Shots am Stück habe ich gerade ganz schnell im Chat gelesen. Und dann kam ich, glaube ich. So, machen wir den. Attack Down Forever. Ah, das wollte ich eh testen. Ich bringe den jetzt noch nicht um. Ausgleich. Der Attack Down ist nicht Forever. Okay, aber der Minion bleibt zumindest da. Schade. Aber das wäre auch zu krass gewesen. Dann wären Elizabeth und Hannah ja mega OP. Okay. Aber wir haben in dem Moment 250 Punkte geholt. Das ist sehr solide. Schauen uns nochmal unsere Def an. 53. One-Shot. Das war 1, 2, da fehlt aber noch was. Das war ein 3-Shot. Okay. Oh, ein Triple-Shot. Und ich glaube hier am Anfang, ja, hier ist noch ein One-Shot. Schauen wir nochmal hin. Waren das wirklich bei uns jetzt so viele? Ja, es waren bei uns so viele. 89 haben die noch. Wir haben noch 65. Also 24. Wenn man alles One-Shottet, kommt man mit 24 Angriffen ungefähr auf 1200 Punkte. Also die müssten jetzt die nächsten 24 One-Shotten oder 25 jetzt, um gleich auf zu sein. Dadurch, dass aber bei uns die starken Devs noch stehen, ist das unwahrscheinlich. Es sieht relativ gut aus, aber wie ich schon gesagt hatte, 1400 Punkte, Kriegspunkte Unterschied, sieht zwar nicht nach viel aus, aber es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied. Und keine Ahnung, wie das gematcht wurde. Finde ich ein bisschen komisch. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.